Hallo Far Cry Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem großen Dschungelabenteuer in Far Cry 4, das Ganze auf der Xbox One ergibt, Game Number 5. So, ein Blödsinn. So, wir gehen mal weiter. Ihr seht, ich habe genächtigt, draußen tobt der Mob, da wollen wir gleich mal kicken, was da abgeht hier. Raus hier. Ist aber schön, dass wir so ein bisschen... Alles fit? Ja, alles fit, alles fit, alles fit. Es ist schön, dass wir eine eigene Butze haben. Das gefällt mir. Wir gehen mal gucken, was wir hier als nächste Story haben. Weil hier draußen ist ja S. Was auch immer S ist. Weißt du, was S ist? Ja. Bitte in die Ferne gucken, weil auch wegen der Thumbnails und so. Oh, das sieht schön aus. Wenn ich das... Kennst du einen schönen Ausblick? Weil ich habe da so einen Bunny am Start, weißt? Und, ja. Und ich habe... Na, ist egal. Lass uns bleiben. Die sind nach wie vor nicht gesprächig hier. Ja, das stimmt. Die Mucke, die macht mich auch irre. Was macht er hier Schönes? Kann ich mitmachen? Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug. Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen. Mhm. Um die Übertragung so zu stören. Mhm. Leider. Ich kann klettern. Kann ich, ja. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht fällst. Okay. Versprochen. Ja, ich kann es probieren, ne? Gut, wir wissen also jetzt, wofür die Türme da sind. Propagandatürme! Da kommt der Radiogott hier. Geil, Tag-Nacht-Zyklus. Das hat mein Far Cry 3 auch schon. Gut, unser Weg. Servus ihr beiden, ich gehe jetzt den Glockenturm ausschalten. Das interessiert euch total, wie ich sehe. Gut, wir haben hier ein paar Pflanzen, wir haben leere Taschen. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen was mitnehmen. Ein violettes Blatt, gleich zwei, weil wir haben geskillt. Und ich glaube, das lohnt sich schon. Das war früher in Far Cry 3 auch so, dass wir mit dem geskillten Ding da, ne, richtig abgegangen sind. Eine Seilrutsche. Was ist denn da drin? Ist das was für mich? Stell mal hin. Guten Tag. Guten Tag. Aha. Steck weg. Hol raus. Steck weg. Ja, das ist bloß wegen der Grenze. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe irgendwas entdeckt oder so. Was haben wir hier Schönes? Nein. Seit der goldene Pfad den Außenposten erobert hat, können die Leute endlich wieder das Tal verlassen. Ja, bloß die Art und Weise, da müsst ihr euch noch was überdenken hier, weil das ist ja für die Touristen, ich bin ja einer. Ach du Scheiße. Ich mag die Waffe, diesen Revolver. Der Tom kommt. Ne, ich will erstmal wissen, wer bist denn du? Bist du einer von den Musikanten? Ah, du bist ein Händler! Na, gehen wir doch mal gucken, was hast denn du Schönes? Genau dasselbe. Kaufen und anpassen. Ja, du hast genau dasselbe dabei. Ein Körperpanzer können wir uns leider nicht mehr holen. Ich weiß, Körperpanzer ist sehr wichtig. Eine Heilspritze machen wir auch nicht, weil die stellen wir uns irgendwann mal selber her. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Das gefällt mir schon deutlich besser hier. Was ist das blaue? Ah, ein blaues Auto, alles klar. Es ist war ein Freund, denke ich mal. Wir lassen die Leute mal ballern. Hier gibt es ein gelbes Blatt. Wir müssen erstmal rausfinden, was für was zuständig war. Früher war es so, dass grüne Blätter für Kräuter, also für Medizin zuständig sind. Gelbes Blatt, gelbes Blatt. Ich denke mal, das Spiel wird mir schon sagen. Thompson, du kannst was herstellen. Da haben wir ein rotes Blatt. Schaut, dann haben wir fast alles komplett. Ich dachte, nee. Federn. Wo? Ich helfe dir. Ja. Was los? Ich helfe dir. Ich gehe vom Pfad weg. Ich helfe dir. Wo bist denn du hin? Bleib doch mal hier. Was ist denn los? Was ist denn los? Du bist frei. Hier. Du bist... Ach komm. Was ist denn das hier? Zuflucht. Ah! Frag
Fragezeichen heißt, den Ort kenne ich noch nicht. Hier gibt's Truhen. Wie praktisch. Eine Vorbar. Krass, oder? Diese Atmosphäre. Ich habe euer Gebetsgeld geklaut. Oh Gott, ich höre gar nicht mehr auf. Halten, um zu lesen. Schau mal. Kyras Führung. Meine Freunde, ich habe Gerüchte gehört, dass eine Wahlfahrt zum Tempel Kyras Führung hoch auf den Klippen im Süden des Sees geplant ist. Der Zugang zu dem Tempel ist seit Jahren verboten und der Weg ist inzwischen sehr gefährlich. Wir können uns nicht erlauben, für jeden verlorenen Schrein Ressourcen des goldenen Pfades zu verschwenden. Ich bitte euch, seid mit dem zufrieden, was ihr hier in Kyras Zuflucht habt. Riskiert nicht eure Gesundheit für irgendeinen alten Tempel. Amita. Okay. Mir gefällt aber der Tempel. Mal so ab und zu bitte gucken hier, was wir so als Daumennagel nehmen können. Aber das gucke ich dann mal in Ruhe mal durch. So, hier draußen hat man so ein Propeller-Ding. Das drehen wir natürlich an, weil wir kriegen natürlich irgendwann mal eine Belohnung dafür. Mögest du Mühlen. So, das nehmen wir mit. Und hier muss irgendwo draußen noch was stehen. Da haben wir sie doch. Also ihr seht, man findet sich... Oh, hier ist was Grünes. Sehr schön. Man findet sich sehr schnell zurecht. Grünes Blatt. Grünes Blatt. Er stellt das Zeug automatisch her? Okay. Du brauchst Pflanzen, um Spritzen herzustellen. Dann leisten deine Boots. Die leisten halt Boosts bieten. Die machen keine Boosts, die machen Boosts. Im Menü kannst du Spritzen herstellen. Wir gehen mal ganz kurz gucken. Nee, nicht dieses Menü. Menü mit Select. Herstellung. Köche. Das ist auch was anderes, ne? Das ist was anderes. Fortschritt. Nee, das ist wieder was anderes. Sammlung. Sortiert nach neueste Spritzen herstellen. Wie zum Henker kann ich Spritzen herstellen? Taktik ist wieder was anderes. Karte ist wieder was anderes. Wir gucken mal. Ach du lieber Heimatland. Wusste man schon bei Far Cry 4, ne, dass das übelst groß ist. Der ganze Kram. Jetzt weiß ich nicht wirklich, wie ich Spritzen herstellen kann. Das nervt mich ein bisschen. Herstellung. Ich dachte, hier ist es drin. Nächstes Upgrade. Aber hier ist alles drin, aber nicht das, was wir brauchen. Beutetasche, Geldbeutel, ah. Warte mal, was war denn das für Geldbeutel? Ein Barafell. Das sind Baras. Hm, okay. Werden wir schon rausfinden. Sammle zwei grüne Blätter, um automatisch eine Heilspritze herzustellen, um mich zu heilen. Au! Was bist du für ein kleines Mistvieh? Hau das weg! Was bist du für ein kleines Viech? Hau ab! Weg! Oh! Ich glaube, es hackt! Was bist denn du? Ey, du gehst spazieren, dir springt einfach so ein kleines Viech da. Ein Honigdachs! Da sehe ich aus wie ein... Wie ein Honigding hier, oder? Oh, es ist wieder alles voll. Also mit den... Da war ich aber schon in Far Cry 3, stand ich da ein bisschen wie auf dem... Ist fast voll. Okay. Alles klar. Haben wir vielleicht noch einen Honigdachs? Manchmal muss ich, glaube ich, auch einiges töten. Das Gewehr gefällt mir. Ich glaube, damit können wir was anfangen. Gut. Wir können auch mal noch einmal probieren. Was haben wir denn jetzt hier als Schönes? Beutetasche fast voll. Okay. Also ihr merkt schon, ne? Wir machen gerade alles außer die Story weiter. Wir sollten mal Richtung Turm gehen. Ihr habt recht. Wir sollten Richtung Turm gehen. Ich sollte auch irgendwann mal testen, wie das mit den Wurfmessern funktioniert, bevor es ernst wird. Und wir am Ende dastehen. Und ihr wisst, wir stehen öfters mal so ganz, ganz komisch dann da. Bin ja gespannt, ob wir hier hochkommen. Komm! Ach, meine Fresse! Open World ist ja ganz gut hier. Oh, das sieht gut aus.
Achtung! AJ Geil kommt! Shit, ich bin unten, ich muss aber hoch. Hihi! Bleib hier. Ne, ich brauche nichts mit Federn, ihr habt recht. Lass den Vogel leben. Lebe mit der Natur. Siehst du, ich verlande das schon wieder. Was gibt's denn hier Schönes? Ja, so weit muss man auch nicht gehen. Freunde oder Feinde ist hier die Frage. Geiler Pickup. Aber wir wissen ja, der wurde uns sowieso wieder geklaut. Wie kommt man hier hoch? Weißt du was, ich klaue jetzt doch das Auto. Ich nehme jetzt mal euer Auto, weil ich brauche die Karre. Weil ich muss wohin fahren. Ja. Ja, die Mucke ist geil. Die gefällt mir. Sieh dir die Unfallstelle an. Was für eine Unfallstelle zum Henker nochmal. Ist ein Unfall passiert? Müssen wir erste Hilfe leisten? Ich steige mal kurz aus. Hier muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Ah, hier kommen wir sogar durch. Okay, das ist gut. Ist auch nicht wirklich ein schöner Weg hier. Grüne Pflanze ist gut. Nehmen wir mit. Wir wissen ja, Spritzen und so. Das haben sie aber echt interessant gemacht. Kletterhaken? Erreiche den Glockenturm. Dich glaube ich brauche ich nicht mehr fragen, wie man klettert. Das hat sich glaube ich erledigt mit dir. Viel Geld hast du auch nicht dabei. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie hochkommen. Okay. Wir gucken mal. Schützenhilfe rufen. Nee, ich will auch kein Foto machen. Nein. Nein. Wie kann ich meine normale Waffe? Y? Y? B? Nee. Ich will meine normale... Okay. Mit der würde ich ganz gerne mal rumrennen wollen. Ich sehe schon ein bisschen irgendwie. Ah! Drücke was? Drücke X. Was war da gerade? Einen Kletterhaken zu benutzen. Ah, okay. Bam, jetzt geht's nach oben hier. Mal gucken, was hier oben ist. Ist da was Schönes? Schnauze, Natur! Böse? Nee, lieb, oder? Liebes Äffchen. Ja. Ah! Wie kommen wir jetzt hier rüber? Ah, Kletterhaken. Ah, den haben wir jetzt immer. Okay. Schwing. Oh. Was ist denn passiert? Ja, ja, habe ich schon. Den Radiosender müssen wir auf jeden Fall abdingsen. Abschalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so... Ich schwing mal ein bisschen. Oh. Du hast ja auch... Du hast ja absolut... Balls of Steel. Anders kann man das Ganze nicht sagen. Servus, der Thompson ist hier. Ach du Scheiße. Wie war das gleich? Es wird nicht bewacht, ne? Hm? Okay, der läuft runden. Ich guck bloß mal ganz vorsichtig. Ich will gucken, ob der eine die Runde läuft. Halt die Klappe. Ups. Oh mein Gott, ich habe einen Bufftisch. Also ihr wisst, was ich habe. Ich habe einen Messerwurf-Kill.
Ich bin so ein Biest, pass mal auf. Das kann ich reproduzieren. Achtung. Haha. Oh Leute, das ist ja noch tödlicher als Pfeil und Bogen. Latexhandschuhe, ja klar, das brauche ich. Ich will mir keine Infektionen holen bei den Vögeln. Ja gut, hier gibt es eine Truhe. Die nehmen wir mit. Sowieso. Inventar ist voll. Hier wird schon nichts anderes Interessantes drin sein. Also die Beutetasche ist beim besten Willen viel zu klein. Wir können jetzt bloß das wegschmeißen, was irgendwie am wenigsten Geld bringt. Eine Bibel zum Beispiel. Weißes Blatt. Gut, die Blätter kann man wenigstens stapeln. Das ist schon mal sehr gut. Moms Notiz müssen wir aufheben. Die ist noch für irgendetwas wichtig. Was bringt denn noch? Was ist denn ein Stauband? Ach komm, das brauchen wir nicht. Urlaub ist sowieso nicht irgendwie unser Hit jetzt gerade hier. Okay, hier drin gibt es noch mehr Truhen. Ich kann nochmal gucken, aber ich glaube, einmal geplündert, bleibt geplündert, ja. Das Inventar verfällt. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Nee, das blinkt aber... Ah, halten zum Entfernen. Alles klar. Halten, um zu durchsuchen. Hier müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht auszusehen unser super-duper-Hyper-Gewehr gegen irgendeine Gulaschkanone hier hergeben. Was jetzt? Glockentürme. Erreiche die Spitze des Glockenturms, um Pagans Minz Propagandasignal zu stören. Das machen wir auf jeden Fall. Befreie Türme, um den Nebel auf der Karte zu lichten. So erhältst du Zugang zu kostenlosen Waffen und schaltest neue Aufgaben frei. Gut, das ganze Spielchen kennen wir natürlich auch schon aus Far Cry. Wir haben neue Fähigkeiten. Diesmal setzen wir die immer sofort ein. Wisst ihr was? Wir machen das Ganze ein bisschen abwechselnd. Wie viele Punkte haben wir denn? Ich habe mich jetzt für Einfahrt entschieden, oder wie? Oder ich habe einfach zu wenig Punkte, um irgendwas freizuschalten. Ja, ich habe zu wenig Punkte. Wie viele Punkte habe ich? Null. Bist du bescheuert? Warum sagst du, dass ich neue Fähigkeiten habe, wenn ich nichts einsetzen kann? Okay, wir gehen mal weiter. Weil ich bin nicht einfach wirklich zu doof dazu. Ich höre irgendwelche Sumsen da oben. Kann man euch runterschubsen? Haha! Kann man. Okay. Dieses Geräusch des Zzzzt ist überhaupt nicht vertrauenserweckend. Ja, ja. Ich muss denken, wie komme ich jetzt hier weiter? Wir gehen mal außen rum. Ah, ja, hier, siehst du. Da hat sich die Kletterorgie in der Stadt schon mal gelohnt. Und wir hoffen mal, dass dieser Balken uns trägt, aber ich bin ja ein schlanker Fuß hier. Es knirscht nicht mal. Okay. Obwohl der ganze Turm knirscht eigentlich. So, das kann man, glaube ich, kaputt treten. Oder jawohl, siehst du. Das Spiel ist so intuitiv. Das finde ich aber schön gemacht. Das haben sie schön gemacht. Hier ist wieder ein Seil. Alle ab. Ja, der erste Turm. Das ist doch hier. Easy peasy kommt man hier hoch. Okay, man will einmal hüpfen. Und klettern. Wir genießen mal den Ausblick. Und der Nebel soll dann weg sein, sagen sie. Ich weiß natürlich, dass sie den anderen Nebel meinen. Mit Ducken kann man ein bisschen langsamer gehen. Und das hilft mir hier schon sehr. Oh, halt die Klappe. Ich gebe dir gleich eins auf soziale Harmonie hier. Oh, Oldschool. Leiter. Nehmen wir. Der rennt die Leiter hoch, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Okay, wir können runter. Aha. Ja, das ist immer wichtig. Saubere Wäsche. Nähzeug. Okay. Was haben wir hier? Ein Lötkolben. Lötkolben und Nähzeug. So, und ich würde mal sagen, das ist doch ein schöner Daumennagel hier. Das gefällt mir. Ah! Hä? Sag mal, hat denn hier jeder was gegen mich? Meine Fresse. So, Schluss mit Übertragung hier. Oh. Jawoll. Das gefällt mir. Ja, und rüber? Okay.
Kleiner Rundflug. Eine Farm, okay. Haus der alten Isha. Oder der alte Isha. Schön. Jetzt haben wir aber eine Fähigkeit. Jetzt gehen wir mal rein. Jetzt können wir auch, wie viele Punkte vergeben? Einen ganzen Punkt. Gucken mal, das kostet eins. Nase und Haut, du erleidigst weniger Schaden. Halten mehr aus? Nee. Ziel und schieß mit deiner Seitenwaffe, während du eine Leiche bewegst. Es haut mich alles nicht so vom Hocker hier. Das kostet einen Punkt. Diese Spritze markieren Gegner und Tierposition. Nee, ich glaube, wir sparen. Kurz husten. Ich glaube, wir sparen ein bisschen. Wir sparen ein bisschen. Genau, wir gehen mal zurück. Propagandamaschine. Ah, jetzt kriegen wir eine neue Waffe. Neue Aktivitäten. Weltkarte ansehen. Gehen wir mal auf die Karte. Und wir können jetzt hier, glaube ich, auch so Zeug machen. Ne? Kyras irgendwas? Zuflucht? Hier ist ein Fahrzeug. Haus der alten Isha. Ah, und hier gibt es auch diese Viecher. Ich glaube, da machen wir uns mal einen Wegpunkt hin. Komme ich hier irgendwie schnell wieder runter? Außer auf den direkten Todesweg? Das sieht doch ganz nett aus. Alle ab. Das lasse ich bestimmt nicht los, während ich rutsche. Ich brauche Hilfe. Ich brauche hier dringend Hilfe. Und zwar schnell. Ja, ja. Ja. Nachschub für den goldenen Pfad. Der goldene Pfad benötigt Vorräte. Sammle die Vorräte in der angegebenen Fundstellen und bring sie zu den Leuten, die sie am dringendsten brauchen. Hallo? Machen wir einfach mal. Mal gucken, was passiert. Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt! Er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Ein Moment. AJ, genau. Ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Wo muss ich hin? Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt weg. Der Abwurfzone. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Okay. Zeug halt, ne? Hol mir das Zeug. Da war auch gerade am Straßenrand war noch ein anderes gelbes Symbol. Okay, wir fahren einfach mal direkt weiter hier. Aber ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Autsch. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Sieht aber nicht so aus. Leute, ihr Pieps, was bei euch? Wo? Wo muss ich hin? Ah, dieses... Komm, ich spring an. Okay, Zunder, wir sind hier definitiv falsch. Wo müssen wir hin? Auf der Minimap ist Norden zu sehen. Jetzt blinkt wieder was Gelbes. Okay, da fahren wir einfach mal jetzt hier oben weiter. Ach du Scheiße. Steuerung mit dem Moped ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das Ganze vorstellt. Komm. Warte mal, ich weiß, was hier piepst. Das sind die Fundsachen, die hier piepsen. Nee, B. Weg. Ich hör's doch piepsen. Hier ist eins. Ich hab das erste Paket. Prima. Dann auf zum letzten. Viel Glück. Danke dir, aber... Mein Moped ist jetzt oben. Okay, das waren bis 250 Meter oder sowas. Das laufe ich jetzt. Ah, so funktioniert das Ganze. Okay. Was? Ja, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern. Servus. Ich gehe einfach spazieren, wenn hier irgendwelche bösen Leute kommen und mich über den Haufen karren wollen. Ich bin ja hier Opfer. Aber jetzt außer gibt es keine Zeitbegrenzung. Das ist schon mal positiv. Das kommt uns sehr entgegen. Trotzdem sagt die Musik, Tom, beeil dich. Und das tue ich. Ich beeil mich. Wir wissen, grün brauchen wir. Wir können eigentlich alle Blätter wieder kaputt machen, außer grün.
das verwirrt mich wieder. Nachladen. Leute, ich habe ein Aim. Oh, oh. Haha. Na, ich komme nicht mehr hoch. Jetzt kann ich hier die ganze Runde laufen. Wolfi, Wolfi, Wolfi. Ich komme. Ja, ich weiß. Tom nimmt das richtige Gewehr. Wo bist du? Verpiss dich. Ja, genau. Nimm deine Natur und verschwinde hier. Okay, der ist weg. Gut. Pieps, pieps. Da ist es. Wir haben's. Oh. Alles klar, ich hab alle. Bring die Pakete schnell zurück. Ah, jetzt. Jetzt beginnt die Zeit. Wo müssen wir hin? Alles klar. Ich kenne den Weg. Ich war da schon mal. Nee, war ich noch nicht. Au. Na. Runter. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für Adler. Wo müssen wir hin? Hier runter irgendwo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe früher mal Rallye gespielt. Vorsicht! Ja, ja. Passt ihr auf. Ah! Ich hoffe mal nicht, dass in der ersten Mission die Zeit schon so knapp bemessen ist. Wir haben nur eine Minute Zeit, wir sind fast da. 30 Meter. Das schaffe ich. Ich fahre direkt rein. Nee, ich steige ab. Ich klopfe an die Pforte. Au, au, au! Blödes, verbuggtes Tier! Mögest du mir öffnen? Ho, ho, ho! Ich sorge dafür, dass sie verteilt werden. Leg sie einfach bei der Tür ab. Darf ich nicht rein? Wir bereiten hier eine geheime Operation vor. Tut mir leid. Befehl ist Befehl. Ich darf niemanden reinlassen. Oh Gott, ey. Beutetasche voll. Pass mal auf, wir machen jetzt erstmal ein was. Was haben wir denn? Fähigkeiten, wir haben 2 Punkte. Das ist sehr gut. Das war alles Crap hier, ne? Ah, ne, halt, 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 halt. Bewegliches Ziel beim Sprint nachladen. Okay, was haben wir hier? Beute-Takedown. Du plünderst Gegner automatisch, während du einen Takedown ausführst. Ist okay, ja. Messer an den Gegner zu werfen, ne? Tod von oben, das ist auch nicht das, was ich will. Mehr tragen wäre nicht schlecht. Das ist auch nicht das, was ich will. Fahrzeuge halten mehr Schaden aus. Was haben wir denn hier? Halte X, um einen Elefanten zu reiten. Das können wir vielleicht mal gebrauchen. Was haben wir hier? Geschwindigkeit, in der du Dinge reparierst, erhöht. Die Kamera neigt sich um sich. Das ist was anderes. Heilspritzen erneuern 4 Felder. Das mache ich auf jeden Fall. Weil ich will Ewigkeiten leben hier. So, und jetzt gehen wir hier wieder rein. Wir gehen rüber in Sammlung und wir sagen, wir machen alle Blätter kaputt. Auch das hier, das kann weg. Außer die weißen. Ablegen den gesamten Stapel. Außer die grünen, meine ich damit. Den Stapel legen wir weg. Opiumkugel kann man machen, muss man aber nicht. Die gelben kommen auch weg und so sieht das Ganze doch bei uns schon wesentlich besser aus. Oh, das gibt Kohle. Apropos Kohle, wir können dann 450 EP. Schön. Ich kann wieder was herstellen. Was kann ich denn herstellen? Müssen wir es mal rausfinden. Das hier kann ich herstellen. Einen Köderbeutel. Wahnsinn. Brauche ich nicht. Aber egal. Gut, hier wäre es ganz gut. Beutetasche. Wir brauchen unbedingt so einen Samba. Und ein Bara. Halt die Klappe. Tut mir ja leid, aber warum müsst ihr mir auch immer auf die Eier gehen? Was bist denn du? Ach, ich mit der Büchse irgendwas treffe. Bleibst du hier? Was wird mir jetzt da noch angezeigt? Enemy? Rothundfeld. Oh Gott, Fell. Nee, da unten. Oh shit, ich habe voll die falsche Waffe am Start, Leute. Ja, die Mucke, die beruhigt mich jetzt unheimlich. Danke dafür. So, wie ging das gleich wieder? Halt. Nee, so ging das Ganze. Hey, hey, wenn ihr wüsstet. Du
Du bist weg. Und immer schön mit dem Radar arbeiten. Ah! Du kriegst uns nicht. Shit. Halten! Nein, kein Bock. Komm, erhol dich, erhol dich, erhol dich, erhol dich. Oh, oh. Okay, wir haben bloß so minimale Verbände. Die heilen immer nur ein Feld. Oh Gott, ey. Ja, das kann ja noch alter werden hier. Eine hypnotische Nadel, ja genau, das brauche ich. Wo ist eigentlich unser Buff-Dichting hin? Ein Gruß an den André Krieger mal an dieser Stelle. Von dem der Begriff ja geprägt wurde. Mein Buff-Dichtmesserchen ist weg. Das ist aber kein Problem. Weil hier vorne liegt nämlich noch so ein Vogel. Hast du was? Nee. Hast du noch was dabei? Kondome vielleicht. Heroin. Finger weg von den Drogen, Leute. Habe ich noch einen erwischt? Aber ich glaube es fast nicht. Ich würde mal sagen, ich gucke gerade auf den Tacho. Halbe Stunde ist rum. Ich bin immer noch am Release-Tag. Ne? Ich nehme halt mal so 2-3 Folgen ein bisschen mehr auf, auch um in das Spielbild reinzukommen und mir einen Eindruck zu machen. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir den kleinen Cut. Wir gucken ein bisschen in die Ferne. Wir haben Messer, wir haben Granaten, wir haben Molotows. Und die anderen Sachen müssen wir uns erst freischalten. Was ist denn? Was? Hallo? Verpiss dich. Wir bleiben mal beim Messern, das gefällt mir nämlich. Hier ist echt Krieg ohne Ende. Hier ist Krieg ohne Ende, hier ist überall was los. Und ich würde mal sagen, bevor die uns entdecken... Au! Au! Okay, wir helfen unseren Leuten. Ihr habt recht. Das sind unsere Leute. Freund oder Feind? Freund. Abgeschlossen? Ey, ihr ballert zu dritt auf einen? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Das war knapp. Ja, wär ich nicht ge... Ja. Es wäre geil, wenn du mich mal angucken würdest. Das wäre nämlich richtig geiler Thumbnail hier. Los, baller nochmal. Baller in den Himmel. Komm schon. Jetzt hast du keinen Moon mehr, was? Jetzt hast du keinen Moon mehr. Und dann wieder rumholen, wenn du angegriffen wirst. Ja, das war mir klar. So, hier vorne ist der Ausblick ein bisschen besser. So, der Thompson ist erstmal raus. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Far Cry 4. Natürlich hier, ne? Warum, Tom? Bis dann. Ciao. Ciao.